Ich habe eine andere Zahl für Sie. Okay. Herbert Diess, sagt Ihnen was? Herbert Diess, der Ex-VW-Chef, sagt mir was. Der die Elektrifizierung vorangetrieben hat in diesem Land, wie wenige andere. Sein Konzern scheint gerade zu korrigieren, aber ja, ich kenne Herrn Diess. Herr Diess sagt, der ist Ingenieur, wir brauchen genau 6% mehr Strom. Also das finde ich jetzt ganz, ganz super. Herbert Diess, Manager von VW. Ehemalig. Ehemaliger Manager von VW, guter Freund von Elon Musk. Schon vor dem ganzen Drama, was wir bei VW hatten. VW hatte betrogen, hatte den Dieselskandal verursacht, grundverursacht und hat ums Überleben gekämpft. Sie mussten irgendwas machen. Der Staat ist in diesem Konzern mit beteiligt. Und dann haben sie natürlich die Elektromobilität als Chance gesehen. Herbert Diess ist, wie gesagt, ein Freund von Elon Musk. Und dann hat er diese Elektromobilität als saubere Mobilität umgestellt und vorgestellt und hat den Konzern gerettet. Er ist heute selbstständig oder Privatier und beteiligt an einem Unternehmen, das heißt irgendwas mit Quantum, Quantum Energy oder sowas. Da geht es um Elektrofahrzeuge. Ja. Und er hat da eben ein Unternehmen, wo er selber davon profitiert, wenn Elektrofahrzeuge gebaut werden. Im Grunde hat Markus Lanz jetzt Lobbyismus gemacht. Lobbyismus? Ja. Ja. Er hat jetzt im Grunde den unterstützt in seiner Aufgabe und hat jemandem zugehört, der einen finanziellen Vorteil hat davon. Ich gehe davon aus, dass die Zahl nicht stimmt. Okay. Ja, die 6%, was er da gesagt hat, sehe ich nicht so. Sehe ich auch nicht so. Es wird effizienter vieles und es wird besser und einfacher bestimmt in Zukunft mit dem Elektrofahrzeug und auch mit dem Elektro-LKW. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Energie, die wir brauchen, viel, viel mehr ist nachher, weil wir mehr Menschen transportieren müssen. Mhm. Und ich würde es nicht gerne auf ein Automobil reduzieren. Für mich ist immer die Mobilität im Mittelpunkt. Wir haben es jetzt gesehen bei dem, wie war das, Deutschland-Ticket damals. Ja. Da sind ja alle nach Sylt gefahren. Die Leute haben Spaß gehabt, auch wenn sie kein Geld haben, sich mobil zu bewegen, durch ganz Deutschland zu reisen. Und ich glaube, wenn wir gute und günstige Mobilität haben, dann werden auch mehr Leute sich mobil bewegen. Richtig. Und es wird auch einen sozialen Standard erhöhen, weil im Augenblick ist Mobilität eher denen vorbehalten, die mehr Geld haben, also die Geld verdienen. Und die, die sozial nichts haben oder Hartz IV setzen oder sonst was oder keinen Job haben, die müssen schauen, wie sie machen, was sie machen. Ja gut, die sind auch mobil, mit dem Fahrrad oder laufen. Ja, nicht aber mal das. Halt nicht in die momentane Luxusmobilität. Genau. Und du hast recht. Ja. Ich meine, wenn man das Auto klimaneutral mit Strom betreiben möchte, dann muss man ja das Benzin, Diesel mit Strom ersetzen. Und somit wird einfach der Energieverbrauch oder Bedarf einfach höher. Und wenn mehr Leute reisen mit dem Zug, mit öffentlichem Nahverkehr, das ist nur mal mit Strom. Das heißt, ich rede komplett von der Mobilität. Für mich heißt Mobilität öffentlicher Nahverkehr, Zug, Straßenbahn, genau. Auto. Aber da reden wir immer von was anderem. Er redet immer von Autos. Genau. Und wir von Mobilität, aber richtig. Gucken wir auf den nächsten Einspieler, glaube ich. Der Verbrauch definitiv steigen. Ja. Der muss steigen. Und Herbert Diess sollte man nicht. Nein, er ist nicht ohne Grund ehemaliger. Genau. Über den Betrug von VW können wir auch mal reden. Mhm. Ich habe da ein bisschen Insiderwissen. Ja. Da kann ich direkt jetzt rauslassen. VW hat wirklich übel betrogen. Mhm. Und ich war damals in der Zeit bei Daimler, das ist jetzt zwar ein anderes Thema, aber bei Daimler angestellt. Und damals hat der Herr Dr. Zetsche sich gedacht, Mensch, wie schafft VW diesen sauberen Motor? Das war ja der Ultramotor, der war ja so sauber, war ja Betrug. Ja. Die Dinger sind bei uns auf den Prüfstand gekommen und sie haben die getestet in allen Varianten. Wir haben die modernsten Prüfstände gehabt. Millionen haben die gekostet. Ja, aber auf dem Prüfstand hat er natürlich betrogen, das Auto. Mhm. Und es ist nicht aufgefallen. Und dann wurde das Team zusammengerufen und dann hieß es, wir müssen diese Werte bekommen. Und dann wurde ein zweistelliger hoher Millionenbetrag nochmal ausgesetzt, um Autos auf die Straße zu bekommen, um die aktuellen Motoren nochmal zu entwickeln, weiterzuentwickeln, damit man die gleichen Werte wie VW hinbekommt. Mhm. Das gibt es in der Presse, das weiß keiner. Ja.
Ich wurde gefragt wegen der Verwertung dann. Wir haben damals dann mit, da gab es noch Chrysler, von Chrysler Karossen bezogen, Motoren und was weiß ich, haben versucht, möglichst günstig nochmal die Motoren zu prüfen. Nach fast 9 Monaten war dieser Test zu Ende. Da habe ich den Entwickler gefragt, und was kam raus? Und er hat den Kopf hängen gehabt und hat gesagt, keine Ahnung, was VW besser macht. Keine Ahnung. Sie haben nicht ein CO2-Pünktchen mehr rausgeholt. Ja, und heute wissen wir, der hat betrogen und es hat... Auf dem Prüfstand ist er im Prüfmodus gegangen und somit hat alles funktioniert. Genau. Und sobald der Stecker gezogen war, dann hat es nicht mehr funktioniert. Und Mercedes ist da dann wirklich an die Limits gegangen. Und da habe ich auch schon mal gesagt, Mensch, Leute, ist das gut oder nicht gut? Weil sie wollten natürlich auch diese Ziele erreichen, was VW hatte. Ja klar, die hatte es hat ein Wettrennen ausgelöst, wo einfach das hat viel kaputt gemacht, auf jeden Fall in Unternehmen.